Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Treffsicherheitsjäger in der Kriegshymnenschlucht. Der ist aktuell hier 279 PvP-Item-Level. Spielen mit dem Einigkeits-Legendary als Kirianer und wir spielen nach wie vor mit dem mit der Kettenweste des feigen Strategems. Das natürlich nach wie vor im PvP genervt. Viererset-Boni haben wir auch am Start und wir spielen Überlebenstaktik. Wir spielen Chimärenstich als auch Hochexplosivfalle. Jetzt würde ich erstmal sagen, die klauen mir eh schon den Bärsi, das heißt, einen Bärsi kriege ich keinen, aber wir schauen erstmal, was die gerade hier vorhaben und werden uns instant in den Zerg begeben. Wir gehen hier direkt mal für den Stealth und schauen mal, was die hier gerade fabrizieren wollen. Der will hier stealthen, wir können den Hunter hier aber rausroten, können hier unseren Damage poppen, schauen, ob er hier für Totstellen instant geht, wird wahrscheinlich Totstellen werden oder er geht für gar nichts und stirbt instant, das geht natürlich auch. Dann können wir den Mage hier deleten, nein, können wir nicht, da hinten läuft noch ein Schurke weg, den markieren wir schon mal zur Sicherheit. Können alternativ hier kurz supporten, indem wir hier alles wegkicken von den anderen. Kicken den Vari dann nochmal weg, slowen ihn dann, machen kurz Totstellen, gehen nochmal von ihm weg, damit er sich hier nicht allzu sehr healen kann. Pumpt sich aber trotzdem ganz, ganz gut gegen der Boy. Da vorne sollten wir, glaube ich, auch schon halbwegs alles gewiped haben. Wobei, die haben schon mal unsere Flagge. Der geht aber, glaube ich, oben raus. Das sieht mir nicht so aus, als würde unten gehen. Deswegen schauen wir gleich mal, ob wir die Flagge eventuell deleten können. Der sollte hier eigentlich gleich mal kommen. Oder geht der jetzt schon unten raus? Ne, der geht oben raus. Ja, ja, der geht oben raus. Wir können hier instant mal slowen und dann schauen wir, dass wir ihn nicht zu nah an uns ranlassen. Freedom geht schon raus. Da wollen wir natürlich ein bisschen wegpushen. Gehen hier einmal für Totstellen, knocken ihn hier weg von uns, damit er ich ihn auf den Zaun genockt habe. Ey, Mann. Knocken ihn weg, weil er sieht natürlich hier direkt Wings. Sollte aber eigentlich instant drauf gehen, weil bubbeln kann er leider nicht mit dem... mit der Flagge in der Hand. Wir kriegen unsere Flagge aber auch nicht durch. Wir werden vorne gerade komplett zerrissen einfach nur. Das sieht auch nicht allzu gut aus. Da geht ein Magier auf jeden Fall gleich mal rein. Der Hunter macht hier Totstellen. Können wir vielleicht finishen? Können wir nicht finishen. Wir switchen aber auf den Mage hier. Schauen, was wir in den Magier hier reinkriegen. Der ist ja zum Glück Frost. Das heißt, er hat hier keinerlei... ja, Dragon's Breath oder sowas, mit dem man uns rausnehmen kann. Der Holy Paler von denen pusht einfach auf einmal alleine rein. Ich weiß nicht, was jetzt los ist, aber die wipen uns, wir wipen sie. Das sieht auf jeden Fall schon mal nach einem interessanteren BG aus. Wir können den Magi hier markieren, falls er in den Stealth gehen will. Wir slowen ihn aber hier, trappen einmal ganz kurz den Vari hier, schauen, ob wir den Mage zuerst finishen können. Kicken den Mage, damit kein Eisblock gehen kann. Dann gehen wir hier bei dem Vari für Knockback, slowen ihn da vorne. Schauen, was der Pali hier auf uns vorhat. Der Pali ist nämlich auch noch an uns ran. Wir knocken den auch ebenfalls ganz kurz von uns weg, geben dann hier in Silence. Oh mein Gott, er hat Ding dispelled. Vielleicht können wir den Bob dispellen. Nein, ich krieg's nicht, aber ich krieg ihn down. Er hat einfach Unstable Affliction dispelled und wurde komplett aus dem Leben geblastet. Wer das nicht weiß, Afli Warlock hat massive Buffs bekommen. Er macht zwar im Burst jetzt weniger, aber dafür macht er einfach Sustain Damage bis zum geht nicht mehr. Unstable Affliction kann beim, also instabiles Gebrechen kann nicht mehr critten beim Dispellen. Was es allerdings macht, ist, es macht einfach mehr Damage jetzt. Deswegen ist es generell da ein bisschen anstrengend. Wenn du das dispellst, da killst dich halt einfach nur selber. Der Magier geht hier nochmal Eisblock, da hätten wir gerade unseren Double Tap reinbekommen. Wir hatten hier einmal ganz kurz einen Zap auf unserem Priester, deswegen legen wir einen Leucht vor, halten uns aber selber in Fight, damit wir hier nicht kommen. Wir droppen einen zweiten Eisblock hier raus. Da vorne pushen die schon wieder durch. Die haben auf jeden Fall schon wieder instant die Flagge hier mit dem Feral Druid gepickt. Wir haben allerdings biges Damage am Start. Können natürlich hier gleich reingehen. Routen hier einmal den Pala und werden instant seinen Holy Pali hier killen. Den Holy Pali sollten wir eigentlich down kriegen. Den haben wir down. Damit ist nur noch der Feral alleine auf sich gestellt. Können die massiv slowen. Schauen, dass wir nach vorne kommen und die Flagge hier einmal kriegen. Damit wir es hier nach wie vor nicht dazu kommen lassen, dass die hier aufholen können. Beziehungsweise aufholen, überhaupt einen Punkt machen können. Weil wir... versuchen natürlich die ganze Zeit unsere Flagge zu holen. Da vorne stickt aber schon ein Fury-Vari dran. Der Fury scheint auch relativ gutes Gear zu haben. Unser Brot-Paladin kommt hier wirklich gar nicht durch gerade. Der babbelt, lässt die Flagge fallen und babbelt hier einmal. Feral ist auf mir drauf, geht hier erstmal für Berserkart, aber kaum Dots auf mir drauf. Wir markieren hier einmal, machen hier Totstellen und gehen einmal in den Stealth, damit sie mich hier nicht mehr finden. Und dann schauen wir, dass wir den Schurken hier einmal ganz schnell tappen können. Der ist nämlich noch markiert und damit haben wir ihn im Stealth einmal gelegt. Da bringt ihm der Vanish auch nichts, deswegen immer sicherstellen, dass man permanent die Markierung natürlich auf den Zielen am Start hat. Was wir jetzt machen ist, wir versuchen mal von oben reinzugehen und eventuell den Vari zu legen. Der will nämlich hier die ganze Zeit deren Flagge deffen und wir müssen mal schauen, dass wir irgendwo unser 1 zu 0 mal sichern können. Der Vari, der spielt sogar oben hier, wie wir sehen. Wir können mal schauen, was er hier vorhat. Er geht instant für den Spell Reflex, das bringt ihm aber nicht viel. Wir können ihn hier einmal wegnocken. Dann können wir ihn auf dem Stormbolt nochmal wegnocken, damit er hier gar keinen Damage anbringen kann. Und dann können wir ihn hier draußen einmal roten, können hier gleich mal für Burst Damage gehen, können hier komplett durch die Wand schießen, weil er eben den...
den Wallhack-Pfeil auf sich hat. Dann haben wir hier nämlich schon massiv Schaden am Start. Dann können wir hier nochmal slowen. Er will nochmal zu uns ranpushen. Gehen dann hier für die Trap, während er uns disarmt. Und dann können wir hier eigentlich schon mal weglaufen von ihm. Slowen hier nochmal, schauen, dass er hier nicht rankommen kann. Und damit haben wir unsere Flagge durch. Jetzt gehen wir hier nach unten durch. Der Vari kann null reggen nach wie vor, weil er eben hier gerade alles hat. Der geht einfach für das Food gerade. Der geht einfach was essen hier, ey Mann. Dann schauen wir, dass wir den Hunter hier ein bisschen bearbeiten können. Wir slowen den hier. Der zieht nämlich hier instant seinen Sprint. Der Vari ist ein bisschen mad. Ich würde sagen, ich habe ihn komplett outplayed gerade, aber das nur meine Meinung. Wir schauen mal, ob der von hinten nachpushen will. Sieht mir nicht so aus. Wir slowen hier auf jeden Fall gleich mal rein. Deren Feral Druid hat auf jeden Fall auch schon wieder die Flag. Der Pali ist ein Red Pali. Das ist der vom Anfang nochmal. Never mind. Ich dachte, das ist ein anderer gerade. Aber wir können hier massiv reingehen. Den soll es eigentlich aus dem Leben ballern. Und dann schauen wir. Wir sind schon massiv drauf auf deren Flag. Sacrifice ist raus. Ist eigentlich der biggest FCD vom Holy Parler, den er mitbringen kann. Der Sprint ist raus. Der Feral pusht hier komplett nach vorne. Wir sind allerdings schon dabei, um den hier gleich mal abzufangen. Dann slowen wir den hier gleich mal. Wir ziehen hier gleich alles an unserem Burst. Er hat, glaube ich, keinerlei Defensive-Möglichkeiten mehr. Wir können hier so derart reingehen in den Guten. Da kann er sich einfach überhaupt nicht wehren. Müssen aber natürlich auch die Flagge nochmal aufsammeln, damit sie dann auch nichts gegen machen können. Und wir eventuell mit unserer Flagge durchkommen. Wir können den hier nochmal slowen. Sollte danach silenced werden, ist aber vorher down. Da kann er sich nicht wehren, weil er zu wenig Gear hat einfach, der Gute. Der Red Pali will sich hier nochmal healen. Der ist aber vorher down. Oh mein Gott, ich habe meinen Aimshot gerade durchballern können. Dann hätte ich den easy down bekommen. Schauen wir mal, was ich jetzt schaffe, unsere Flagge durchzubringen. Wir sind am Tunnel jetzt finally. Der Hunter geht aber nochmal nach vorne. Da durch unser Ablenkungsmanöver auf dem Vari haben wir es natürlich sehr, sehr gut hinbekommen, dass wir jetzt durchpushen können. Die pushen aber nochmal oben rein. Kann sein, dass sie tatsächlich noch schaffen, die Flagge nochmal aufzunehmen. Es kommt darauf an, wie sie gerade ihre Mobility da oben ziehen. Wir holen uns aber zuallererst einmal kurz einen Berserker-Buff. Aber geht sich nett aus. Jetzt haben wir unser 1:0. Das ist schon mal ganz, ganz solide. Da vorne ist der Feral mit am Start. Der DK gewinnt aber das 1v1. Da vorne haben wir auch noch einen Magier mit am Start. Wir können mal schauen, dass wir den Magier hier gleich mal slowen. Ballern hier unseren kompletten Damage rein. Er will hier wegblinken. Schauen, ob er nochmal Blink hat. Da trinket er auch schon raus. Mit dem zweiten, mit seiner zweiten Aufladung von Blinzeln. Der Pali will von der Seite vorbei pushen. Wir schauen, dass der nicht an uns rankommt gerade. Sonst geht er hier nämlich für den Hodge. Bevor er allerdings hodgen kann, können wir ihn hier schon finishen. Jetzt müssen wir nochmal schauen, dass wir den einen Vari. Der will einfach nicht aus deren Base rausgehen. Ne? Der sitzt nach wie vor, glaube ich, da oben drinnen und versucht irgendwie die Flagge da drinnen zu halten. Deswegen schauen wir, ob wir hier nochmal helfen können und eventuell den ich komme hier nicht rein, und eventuell den Vari da drin legen können. Gut, den Sprint hier random zu ziehen ist auch nicht so der Mega-Move, aber wir schauen erstmal. Da oben haben wir gerade was gesehen. Da sitzt auf jeden Fall, genau, der ist immer noch hier drinnen. Der will nach wie vor versuchen, dass er hier die Flagge, glaube ich, verteidigen kann. Unser Pali sollte aber gleich mal die Flagge hier nehmen. Wir schauen mal, ob er hier reingeht oder nicht reingehen. Wir können ihn hier trappen. Trappen den Vari hier einmal. Schauen, ob unserer... Nein, er nimmt einfach nicht die Flagge, unser Mate. Das ist aber jetzt ungut. Das ist sehr, sehr ungut. Wir schauen mal, was der hier vorhat. Wir können ihn hier sonst roten, den Vari, wenn er hier rauskommen will. Damit wir hier gleich mal Damage anbringen können gegen den Guten. Und da liebt er auch schon durch die Gegend gewählt. Und den Vari können wir nicht finishen. Der hat nochmal einen guten Jump hier gemacht. Können ihn aber hier nochmal slowen. Und dann können wir schauen, ob er hier nochmal an mich ran dashen will oder ran chargen will oder irgendwas. Nee, er läuft einfach nur in Slow Motion auf mich zu. Kriegt gerade nochmal Stormbolt ready. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Ich dachte gerade, der ist mir hinterher geliebt. Dabei macht er sich einfach aus dem Staub. Also Vari muss halt schon, dass er die Uptime kriegt, damit er mich stunnen, disarmen oder vieren kann. Es bringt ihm halt nichts, in dem Fall wegzulaufen. Weil wenn, dann muss er auch für die Heals gehen. Indem er halt seine wütende Regeneration dann noch anmacht. Ansonsten verliert er halt zu 100% das 1v1. So, wir haben allerdings unsere Flagge. Die sollte eigentlich auch schon relativ weit vorne sein. Damit sollten wir unseren Vorsprung eigentlich gesichert haben. Farmen hier jetzt noch ein bisschen rein gerade. Siegessicher sind wir unterwegs. Oh, da hinten wurde einer komplett gestorben. Maybe kriegen wir nochmal einen Berserker-Buff. Jetzt der gute Herbert. Das ist mal ein Name. Das ist ein Name, der dich mit Furcht erfüllen lässt. Der gute alte Herbert. Sehr, sehr schönes BG, alles in allem. Richtig, richtig schönes Opening. Ganz, ganz knapp am Anfang eigentlich. Da hätten sie fast zuerst den ersten Punkt gemacht. Wir schauen, dass wir gleich mal noch die Flagge holen können. Damit wir hier auf jeden Fall mit 3:0 rausgehen. Das gibt nochmal ein bisschen mehr Ehre. Außerdem gibt es hier auch dann noch Ruf mit dazu. Schauen wir, ob da mittlerweile ein neuer reingejoint ist. Das kann nämlich auch noch immer sein. Oder ob der Feral Druid hier mittlerweile noch oben steht. Aber ich glaube,
Hier ist gerade ein bisschen tote Hose, außer der Varys nochmal reingerannt, aber der war kein Night Elf, oder? Der kann normalerweise Netzte helfen, wenn ich mich nicht irre. Außer er hat irgendwie das Ingi-Ding mit dabei, den Ingi-Gürtel, aber den habe ich auch schon Ewigkeiten mehr benutzen sehen. Aber der dürfte normalerweise auch nach wie vor funktionieren. Da ist er auch schon, der Vary. Wir können jetzt Shrink kippen, dann trappen wir ihn hier einmal, dann slowen wir ihn hier gleich. Dann hat er schon wütende Regeneration. Das war Missplay, weil er hat nämlich gerade gar keinen Damage mit am Start. Jetzt können wir ihn hier einmal knocken, können hier zweimal knocken, können schauen, dass er keine Uptime kriegt, können ihn hier slowen, dann können wir ihn hier nochmal roten. Das wird jetzt Bladestorm wahrscheinlich werden. Da kommt auch schon der Bladestorm. Und dann schauen wir, dass wir hier langsam auf die Seite pushen können. Wenn wir nicht mehr geslowt sind, versuchen wir ihn zu baiten hier ganz kurz. Wir schauen mal, ob wir ihn baiten können. Okay, wir können ihn nicht baiten. Ich wollte eigentlich nochmal zurückjumpen. Ich habe mich gerade selber outplayed auch. Ich habe mich tatsächlich auch gerade noch selber outplayed. Ich wollte ihn halt baiten, runterspringen, schauen, dass er charged und dann mit er halt wieder zurückjumpt. Aber er kam halt gar nicht und ich habe den Jump den Ball geschafft. Jo, der Frostmagier farmt unseren Hunter hier zusammen mit dem Feral Druid. Da wollen wir natürlich auch nochmal reingehen. Das wollen wir natürlich nicht so einfach auf uns sitzen lassen. Wir slowen hier gleich mal den Magier. Schauen, dass wir hier massiv reingehen können. Biges Damage geht raus. Silence ist er voll. Block geht nochmal raus. Schauen, ob der Shatter kommt. Ich verlasse mich auf den Shatter gerade. Da ist der Shatter. Und dann gehen wir noch rein. Und dann können wir den guten Magier hier auch noch finishen. Schauen wir, dass wir zu guter Letzt hier noch einmal eine Slow Trap reinballern. Legen nochmal hier unser Leuchtfeuer hin, damit hier nichts durchcrossen kann. Und damit sollten wir eigentlich unser BG gesichert haben. Das war mal ein interessantes BG am Anfang. Ein bisschen schade, dass sie dann zum Ende hin hier, nachdem wir 1:0 gemacht haben, haben sie ein bisschen alles schleifen lassen. Ist immer blöd, wenn die Leute die Motivation verlieren, weil so schlecht haben sie gar nicht gespielt. Aber da lässt sogar gerade einer noch gar nicht ganz zu. Der gute Gladiator will ihn nochmal raus, zieht ihn nochmal sein Defensive Trinket, aber da kann er nichts machen. Wir sind alle hier am Start und damit haben wir den Win. 14:0 haben wir hier rausgeholt. 1,2 Millionen Damage, 78.000 Healing dann, zweimal die Flagge verteidigt und einmal die Flagge erobert. Alles in allem können wir uns noch Damage Breakdown einmal ansehen. Haben wir natürlich hier die Aimshots massivst am Ballern. 43.000er Aimshot war, glaube ich, mit Berserker einmal mit am Start, aber natürlich nochmal die 30% Damage Buff. Kane Shot war 21k. Das ist mal was Neues. Das schaffe ich auch nicht alle Tage. Aber alles in allem, sehr, sehr solides BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links wie unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.